Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute geht es vordergründig um das Thema Iron Condors, aber eigentlich geht es darum, wie baut man Trades auf, was macht man, wenn man falsch gefüllt wird und noch ein bisschen mehr und das alles jetzt gleich. Also ich stehe mal wieder hier vor dem Flipchart. Ihr müsst mir übrigens mal schreiben, ob ich weiterhin so Videos machen soll am Flipchart, wo man ein bisschen was aufzeichnen kann, oder soll ich mehr so Videos machen, dass, was weiß ich, dass ihr den Bildschirm seht, oder sollen wir rausgehen in die Natur? Es wird ja jetzt langsam Frühling, also zumindest in den Ansätzen. Ich versuche natürlich, das ein bisschen abwechslungsreich zu machen, aber ich denke, manchmal ist ein Bild doch ganz schön. Schreibt mir das auch mal rein, was ihr da einfach lieber hättet, ne? Und dann, ich versuche das natürlich für euch zu machen. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Thema, Iron Condor. Und zwar, ich habe eine Frage bekommen, Jerome, an dieser Stelle viele Grüße, weil das ist eine ganz, ganz tolle Frage gewesen und deswegen möchte ich sie auch so schnell in einem Video beantworten. Und es geht um Folgendes. Als allererstes vielleicht, was ist ein Iron Condor? Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den sogenannten nackten Verkauf von Optionen. Das heißt also, wenn du einen Call und wenn du einen Put einfach verkaufst ohne Absicherung. Und wenn du beides gleichzeitig machst, also dass du jetzt sagst, wir nehmen mal hier, das ist ein Rot. Wenn du sagst, ich verkaufe hier eine Call-Option und ich verkaufe hier unten eine Put-Option, dann nennt man das Ganze Short Strangle. Jetzt ist es natürlich so, wir wissen das alle, wenn du so einen Short Strangle hast, dann ist das eine Position, die theoretisch unbegrenztes Risiko hat, weil der Preis des Underlyings könnte ja jetzt hier in irgendeiner Art und Weise entweder nach unten gehen, okay, dann wäre das Risiko auf null begrenzt, das wäre aber dann doch substanziell, oder aber es könnte im schlimmsten Falle nach oben rausgehen, unendlich steigen und unser Risiko mit diesem Short Call wäre unbegrenzt. Und aus dem Grunde gibt es ja die Strategie des sogenannten Iron Condors. Und der Iron Condor bedeutet also, du kaufst dir hier oben noch einen Call dazu. Das heißt, du nimmst einen Teil des Geldes, den du hier bekommst, kaufst dir noch eine Absicherung und du kaufst hier unten noch einen Put dazu. In der Regel wird das dann im gleichen Monat auch gemacht, beziehungsweise also im gleichen Verfallstag. Und damit hast du eben eine abgesicherte Position, weil dein maximales Risiko ist ja jetzt hier der Abstand der beiden Strikes auf der oberen und auf der Unterseite und abzüglich der Prämie, die du bekommst. Wenn man sich das in einem sogenannten P&L-Diagramm anschaut, also in einem Gewinn-Verlust-Diagramm, dann sieht das folgendermaßen aus. Und zwar, du hast, wie du hier dieses P&L-Diagramm hast, wenn du einen Short Strangle machst, dann hast du eben hier den verkauften Call, Entschuldigung, den verkauften Put, hier den verkauften Call, das heißt, du hast ja so ein gewisses Zelt, dann gibt es irgendwo einen Break-Even auf der Oberseite, irgendwo einen Break-Even auf der Unterseite und dann sind theoretisch die Verluste eben nach oben, sind sie unbegrenzt, nach unten bei null begrenzt, aber eben sehr, sehr groß. Und der Iron Condor, der macht eben jetzt eins, indem er eben noch irgendwo einen Call und einen Put dazu kauft, macht er quasi das hier und begrenzt eben dann an der Stelle das Ganze, sodass du dann dieses Zelt hast. Das heißt, du hast hier, das kannst du gewinnen, das wäre also ein Plus, und das hier ist das maximale Minus, was du haben könntest. Und deswegen ist das also eine Position, die, egal was passiert, wo du immer im Vorfeld genau weißt, was du für ein Risiko hast. Ich persönlich bin jetzt nicht so der ganz riesengroße Fan von Iron Condors und das aus zwei Gründen. Nummer eins, das Verhältnis zwischen dem Gewinn und dem maximalen Risiko sieht leider oftmals nicht so schön aus wie hier, sondern ist deutlich größer. Das heißt, du musst diese Positionen nichtsdestotrotz managen. Und da ist es ganz einfach oft so, dass das Managen von zwei nackten Optionen einfacher ist als von Spreads. Und der andere Grund, warum ich nicht so der allergrößte Fan von Iron Condors bin, ist, weil es natürlich doppelte Gebühren sind. Weil du verkaufst ja hier diese beiden Optionen, musst aber noch diese beiden Optionen kaufen. Das heißt, du hast viermal Gebühren statt zweimal.
Und das schlägt sich natürlich im Laufe der Zeit durchaus auf deine Performance nieder. Auf der anderen Seite, der große Vorteil von Iron Condors ist deutlich reduzierte Margin, also wahnsinnig reduzierte Margin. Das kann also sein, dass wenn du zum Beispiel jetzt im S&P einen Iron Condor handelst, dich das $500-$600 Margin kostet im Vergleich zu einem Short Strangle, der dich vielleicht $5,000 Margin kostet. Also das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Und natürlich gerade für Anfänger ist es sehr schön, weil die wissen dann, okay, das kann mir ja maximal passieren und man kann in einer Situation, wo man nicht so richtig weiß, soll ich jetzt was machen, soll ich nichts machen, der Markt bewegt sich sehr schnell, kann man eben ein wenig durchatmen, kann das Ganze wirken lassen, kann sagen, okay, hier mache ich was, weil eben man weiß, okay, es kann nur bis zu einem bestimmten Punkt anbrennen. Das heißt, es macht das Trading einfach ein wenig ruhiger. Wenn euch das Thema Iron Condor mehr interessiert, gibt es auch ganz viele verschiedene. Da können wir das hier mal mit besprechen. Schreibt mir das dann einfach in die Kommentare. Das eigentliche, worum es mir aber heute in diesem Video gehen wollte, also das war alles hier noch vorgeplänkelt, ist das, nämlich wie setzt man denn so einen Iron Condor auf und was kann da passieren? Viele Broker bieten in ihren Handelsplattformen die Möglichkeit an, Orders für einen Iron Condor direkt aufzugeben. Das heißt, du kannst also sagen, sell call, buy call, sell put und dann buy put. Also alle vier Positionen kannst du machen. Also auf der Oberseite hier minus, plus und auf der Unterseite minus, plus. Das kannst du alles in einer Order aufgeben. Und das erscheint natürlich sehr, sehr lukrativ zu sein, beziehungsweise sehr schön zu sein, weil du dann halt mit einer Order quasi ein Limit eingeben kannst und dann wirst du entsprechend zu diesem Limit ausgeführt und weißt eben ganz genau, du hast nicht nur die Oberseite oder die Unterseite. Das kann man in der TWS machen, das kann man zum Beispiel jetzt bei Sink or Swim machen, das kann man bei Option House machen. Es gibt ganz viele Broker, die das anbieten. Ich würde es aber niemals so machen und ich würde auch niemandem empfehlen, Iron Condors so aufzusetzen. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr müsst euch immer überlegen, zu allen Geschäften, die ihr macht, braucht ihr immer einen Gegenpart. Also ihr braucht immer irgendjemand, der mit euch dieses Geschäft abwickelt. So. Und jetzt ist es so, dass der Iron Condor an der Börse keine offiziell geführte Strategie ist. Also weder an der CME noch zum Beispiel jetzt an der CBOE. Das heißt also, natürlich weiß da jeder, was ein Iron Condor ist, aber das gibt es nicht als offiziellen Trade. Das heißt also, diese Orders, die hier aufgegeben werden, die werden quasi synthetisch von deinem Broker an die Börse geleitet. Das heißt, er packt einfach die vier Optionen in eine Order zusammen und scannt dann so lange, bis er die gute Gelegenheit findet und sagt, okay, zu dem Punkt bekomme ich alle gefüllt. Weil, du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt hier einen Preis angibst, sagen wir mal, du willst $100 für diesen Iron Condor haben, dann setzt sich das ja so zusammen, dass du sagst, ich will hier einen bestimmten Preis haben, also hier willst du einen bestimmten Preis beim Verkauf haben, hier einen bestimmten Preis nur maximal bezahlen, hier möchtest du wieder eine Prämie einnehmen und hier musst du wieder eine Prämie ausgeben. Und all das zusammen muss $100 betragen. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Gegenpart, den du jetzt brauchst, damit er diese Order hier füllt, der müsste ja genau die gleiche Trade-Idee haben wie du, nur umgekehrt. Nämlich, der müsste sagen, ich möchte einen Bear-Put-Spread aus dem Geld handeln, und ich möchte einen Bull-Call-Spread aus dem Geld handeln. Weil der muss es ja genau umgekehrt machen. Das, was du hier verkaufst, muss der kaufen. Das, was du kaufst, muss der verkaufen. Den Put, den du verkaufst, muss er kaufen. Und den Put, den du kaufst, muss er verkaufen. Und das vielleicht noch out of the money. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, hier einen vernünftigen sogenannten Fill, also das heißt eine Ausführung, zu bekommen. Und deswegen kann das passieren, was du mir auch geschrieben hast, nämlich, dass du zwar das Limit bekommst, aber jetzt vielleicht zu einem ganz verrückten Preis, nämlich, dass du, ich habe jetzt die genauen Zahlen von dir nicht, aber dass du zum Beispiel sagst, okay, du bekommst hier oben für diesen
für diese Calls zum Beispiel 0 Dollar insgesamt für diesen Call Spread. Für den hier unten bekommst du 100. Deine Idee war aber, dass du zum Beispiel sagst, ich bekomme auf jeder Seite 50. So, die hast du aber nicht bekommen. Du hast zwar in der Gesamtheit 100 Dollar bekommen, aber hier oben vielleicht 0 und hier unten dafür 100. So, jetzt könnte man ja sagen, naja, ist doch egal, Hauptsache ich habe hier die 100 Dollar. Das Problem ist aber, was machst du denn, wenn der Preis plötzlich in so einem Fall, also machen wir es nochmal, schreiben wir es nochmal hier auf ein extra Blatt, damit das jedem klar wird. Ich glaube, so viele Blätter habe ich noch nie in einem Video verbraucht. Machen wir es nochmal. Du hattest folgende Idee, du wolltest diesen Iron Condor machen für 100 Dollar. So, das heißt, du hast hier oben einen Call verkauft, du hast einen Call gekauft. Du hast hier unten einen Put verkauft und du hast hier unten einen Put gekauft. So, deine Idee war, auf jeder Seite wolltest du vielleicht 50 Dollar einnehmen. Und jetzt ist durch diese Limit Order, dass du gesagt hast, ich gebe hier 100 Dollar auf, ist aber Folgendes passiert, und das kann bei einem Iron Condor, wenn man den als Gesamtorder aufgibt, immer mal wieder passieren. Jetzt ist Folgendes passiert. Du hast hier oben 0 bekommen. Also er hat zum Beispiel diese beiden Optionen zum selben Preis gehandelt. Einmal gekauft für X und einmal verkauft für X. Also kommt hier 0 raus. Und hier unten hast du dafür 100 Dollar bekommen. So, jetzt hast du, wie gesagt, zwar dein Limit geschafft. Du hast deine 100 Dollar eingenommen, aber... Was passiert denn jetzt, wenn der Preis hier runter geht? Da passiert Folgendes. Du hast hier oben eine Position, an der du nichts oder nur wenig verdient hast. Die kann auch nichts mehr verdienen, weil es ist ja nichts da. Und die hier unten rennt ja sofort ins Minus rein. Ne? Wäre das jetzt hier 50-50, dann könntest du sagen, okay, der Preis läuft gegen meine Puts und dann verdiene ich was bei den Calls. Wenn du aber bei den Calls nichts bekommen hast, dann verlierst du nur hier unten und das natürlich noch deutlich mehr als ursprünglich geplant. Und aus diesem Grunde wäre das dann ein Trade, der unter normalen Umständen zu reparieren wäre, unter diesen Umständen im Grunde genommen nicht mehr. Und deswegen würde ich dir Folgendes vorschlagen. Wenn du Iron Condors handelst, dann handle sie immer getrennt. Soll heißen, mach immer hier eine Order und mach hier eine Order. Also Order 1. Oder 2. So, egal ob jetzt die Puts oder die Calls zuerst macht, das spielt jetzt im Grunde genommen keine Rolle. Mach aber immer diese beiden getrennt voneinander. Das heißt, gib zwei Orders auf für einen vertikalen Spread. Hier oben den Bear Call Spread und den Bull Put Spread. Und schau einfach, du sitzt ja davor, das dauert ja nicht lange. Ist ja nicht so, dass du jetzt stundenlang davor sitzen musst, damit du die beiden Dinger hier gefiltert bekommst. Ne? Das ist ja eine Sache von wenigen Sekunden oder Minuten. Und setz dich einfach hin und sag, okay, ich gebe eben hier unten ein Limit ein von 50 und hier oben auch von 50 oder von mir aus ein paar Dollar mehr, je nachdem, wie die Zahlen ausschauen, und versuche dann lieber in den einzelnen Spreads einen Fill zu bekommen, als das Ganze als ein Order zu machen, auch wenn es dir dein Broker anbietet. Weil der Unterschied, du kannst im Grunde, wenn du es einzeln machst, nur gewinnen. Du zahlst die gleichen Kommissionen, weil du handelst 4 Optionen, das heißt, ob die in einer Iron Condor Order machst oder in 2 Spread Orders oder im Extremfall sogar 4 einzelne Orders aufgibst, sind 4 Optionen, 4-mal Gebühren. Das heißt, das bleibt immer das Gleiche. So. Und zum anderen wirst du aber merken, dass du immer bessere Fills bekommst. Ne? Das heißt, du wirst bessere Ausführungen bekommen, wenn du anstatt einer Iron Condor Order diese Order hier machst. Es gibt sogar einige Broker in den USA, Option House zum Beispiel aus Chicago, die machen eins, die haben also so eine Flat-Gebühr, das heißt, du zahlst bei denen immer nur so und so viel Dollar und dann werden alle Orders ausgeführt und die sagen dann, hey, komm, mach viel Iron Condors für diese Flat, das lohnt sich doch. Aber ne, woher kommt's? Ganz einfach, die schieben die Orders an ihr eigenes Handelsdesk. Die haben nämlich eine eigene riesengroße Market-Making-Abteilung in Chicago, war ich schon mal drin, sensationell, also ganz, ganz interessant. Und das heißt, die bieten dir eine billige Ausführung an, ziehen dich aber hinten dann quasi über den Tisch, indem sie dir einfach 1-2 Cent schlechteren Fill geben. Klingt jetzt nicht viel, 1-2 Cent, ne? Aber wenn du das mal hier bei allen möglichen Trades dann machst, dann hast du im Jahr schnell die doppelten Kosten, als wenn du einem Broker die normale Gebühren bezahlen solltest. Aber okay, das ist eine andere Geschichte.
Also, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Iron Condors, als Anfänger definitiv eine gute Idee, als Einsteiger, weil man hat eben ein klar begrenztes Risiko und es reduziert die Margin. Es ist etwas schwerer zu handeln bei Adjustierungen als beispielsweise nackte Optionen. Wenn du allerdings Iron Condors handelst, dann bitte niemals mit einer kompletten Iron Condor Order, sondern immer mit einer Einzelorder. Soll also heißen, mach die Put Spreads, mach die Call Spreads immer als einzelne Order und mach niemals 4 Stück in einem zusammen. Meine Erfahrung ist es eh, egal ob man jetzt solche Iron Condors handelt oder Butterflies oder sonst irgendwas, es ist aus meiner Sicht daraus immer besser, lieber die Orders einzeln auszuführen und quasi in sich zusammenzubauen, als dass man das mit einer Gesamtorder macht. Das hat meist Nachteile. Heute mal ein bisschen länger geworden, aber ich denke, das war ein interessantes Thema auch für viele, die hier im Optionshandel einsteigen. Wenn ihr auch solche speziellen Fragen habt zum Thema Handel, zum Thema Ausführung, wie setze ich eine Order am besten auf, wie sollte ich das angehen, dann schreibt mir das wie immer hier in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal, wir sind jetzt bei über 2000 Abonnenten, was für so ein Nischenthema sensationell ist. An dieser Stelle auch meinen herzlichen Dank an alle, die hier von Anfang an dabei sind, die hier fleißig kommentieren und uns damit auch viel Input geben, was wir an euch dann wieder rausgeben können. Und also herzlichen Dank, ich bin da wirklich sehr, sehr überrascht, wie schnell das dann jetzt doch gewachsen ist. Freut mich natürlich sehr. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video, dann sind wir wieder mit einem spannenden Thema. Und wie gesagt, ihr könnt es entscheiden, ob vor dem Flipchart oder soll ich raus in die Natur gehen. Wir sehen uns. Servus, macht's gut, bye bye.